Hallo liebe Campingfreunde, herzlich willkommen auf unserem Kanal Frischluftbands. Mein Name ist Sven. Kennt ihr das? Ihr habt die Markise draußen, aber Schatten habt ihr trotzdem nicht. Das hat mich schon öfter mal genervt, aber ich wollte eigentlich nicht so eine Plane kaufen, die es dafür original gibt, weil wir immer so das Platzproblem haben. Also es liegt wieder noch mehr rum, man muss was mitschleppen, das sind doch relativ große Pakete. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann ich das lösen mit etwas, was wir eigentlich schon haben. Bin ein großer Freund von Dingen, die man sowieso hat, mehrmals zu verwenden. Und da bin ich auf diese Haken hier gekommen. Das sind so Haken für die Kederschiene. Die haben zwei verschiedene Querschnitte. Einmal für, was steht hier, 5 bis 6 mm und 7 bis 8 mm. Also je nachdem, was für eine Kederschiene man hat, kann man die hier oben einfach so einfädeln. Und kann dann mit diesen Haken andere Dinge daran befestigen. Also Klamotten aufhängen zum Trocknen, Handtücher etc. Und was wir uns so gedacht haben, vielleicht kann man sowas auch nutzen, um sich die Terrasse zu beschatten. Wir haben so eine Strandmatte, Picknickmatte, die ist relativ klein. Die haben wir immer im Wanderrucksack oder wenn wir Fahrradausflüge machen in der Satteltasche. Und die ist, glaube ich, so 2x2 Meter groß. Und wir haben so gedacht, vielleicht klappt das, wenn man die hier aufspannt, dass man dann Schatten hat. Das haben wir mal probiert und es geht tadellos. Für den Strand sind hier solche Plastikheringe dabei. Die würde ich jetzt hier nicht verwenden, weil der Boden doch relativ fest ist. Also dann nehme ich die normalen Heringe, die wir auch zum Abspannen der Markise haben. Bei dieser Matte sind schon solche Gummiaufhänger drauf, dass man die eben am Boden eigentlich zum Picknick festmachen kann. Die hänge ich hier oben einfach ein. Auf der anderen Seite auch. Jetzt seht ihr, das ist hier wenig gespannt und das ist ja relativ locker. Jetzt könnte man denken, wenn es windig wird, dass das so rüberschiebt. Aber es ist so, wenn man das nachher unten abgespannt hat, dann verkeilt sich das hier so richtig. Und wenn ich jetzt hier so drücke, also da passiert nicht viel. Ich würde nicht sagen, dass es sturmsicher ist, aber ich sag mal so, für den Normalgebrauch sollte das reichen. Das war's schon. Und wie ihr seht, Schatten auf der Terrasse. Ich denke, von der Aufbauzeit jetzt her eine Minute, anderthalb Minuten und erfüllt seinen Zweck und vor allem in doppelter Hinsicht. Unterwegs kann man sich schön hinsetzen auf der Matte. Die ist klein, die ist leicht. Und diese Haken hier haben jetzt 8 Stück unter 9 € gekostet. Verlinken wir euch unten. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Vielleicht haben wir noch den einen oder anderen wichtigen Tipp für euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.